Wir haben 1-2 ein relativ wichtiges Spiel verloren. Ich bin im Moment so ein bisschen sprachlos und lasse den Kopf hängen. Die machen aus 0 Chancen 2 Tore. Kann man das irgendwie so zusammenfassen? Ja, wir machen aus 4 Chancen 1 Tor und die aus 0 Chancen 2. Klar, es ist bitter in so einem wichtigen Spiel und fehlen ein bisschen die Worte auf jeden Fall. Ja, ich habe eigentlich auch, muss ich ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, außer dass ich wirklich ziemlich deprimiert bin und um Fassung ringe. Okay, es ist ja immer schwierig, nach Niederlagen nach vorne zu schauen. Noch ist nichts passiert, aber ein wichtiger Big Point gegen den Abschiedskampf, den haben wir hier nicht nur vergeben, sondern der Abstand ist jetzt größer. Können wir uns noch aus dem Sumpf ziehen irgendwie? Ja, klar, das ist ein Big Point. Wir haben noch 11 Spiele, glaube ich. Und ja, nach wie vor zählt jeder Punkt und jetzt kommen wieder so eine Phrasen, aber es ist einfach so, dass wir das Positive einfach aus diesem Spiel mitnehmen, dass wir wirklich eine Menge Chancen, glaube ich, hatten oder zumindest Strafraum sehen und daraus mehr machen und ja, am Ende in dumme Konter laufen und das Spiel verlieren. Und ändert nichts daran, dass wir nächstes Spiel wieder gewinnen müssen und das danach und das danach und das danach, wenn es geht, auch noch. Ingolstadt feiert und weiß eigentlich gar nicht, warum. Haben 2-1 gewonnen und wissen gar nicht, warum. Und wir haben die 3 Punkte liegen gelassen. Ja, und wissen eigentlich auch gar nicht so richtig, warum, weil das Spiel war doch phasenweise in der ersten Halbzeit ziemlich ordentlich von uns. Ja, ich glaube, wir haben bis zu dem Eigentor alles richtig gemacht und waren gut im Spiel, haben gut verteidigt, haben Ingolstadt nicht in die Kontersituation kommen lassen, haben nach vorne gespielt, haben versucht, uns Torchancen rauszuspielen, waren im 2-0 viel näher als Ingolstadt im 1-1 und machen es nicht. Und dann kommen wir durch so ein dummes Eigentor um den Lohn der Arbeit und dann sind wir natürlich auch nicht mehr zurückgekommen. Dann haben wir es unkonzentriert gespielt, hektisch gespielt. Dann waren wir nicht mehr im Spiel drin. Besonders nach dem 1-1 hatte man dann so nicht kurz danach, aber dann so mittelfristig das Gefühl, dass tatsächlich diese Hektik aufkam, dass es in den Köpfen der Spieler war, oh mein Gott, wir wollten das unbedingt gewinnen. Und dann klappen die Aktionen auf einmal nicht mehr. Ja gut, dann fällst du schon ein wenig in sich zusammen. Und dann muss man aber mehr Ruhe reinbringen ins Spiel, muss es mehr kontrollieren, muss es länger 1-1 stehen lassen, um dann wieder am Schluss zuzulegen. Aber da wollten wir zu schnell, zu viel, sind in den Konter reingelaufen. Und dann hatten wir nur noch Hektik auf dem Platz von unserer Seite und konnten uns keine klaren Torchancen mehr rausarbeiten. Es waren schon noch Chancen da, aber wir haben auch nicht das Vertun heute gehabt, da nachzulegen.